Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Sultana. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich Knoblauchbrot aus der Pfanne zubereite, auch Garlic Brata genannt. Ein sehr leckeres Rezept, das ihr warm genießen könnt. Das Gute bei diesem Rezept: die benötigten Zutaten für dieses Rezept habt ihr bestimmt schon zu Hause. Zuerst geben wir einen Teelöffel Salz zu den 200 Gramm Dinkelmehl und kneten es. Eine sehr wichtige Sache: das gebt niemals Wasser auf einmal zum Mehl hinzu, sondern peu à peu. Und beim Kneten des Teigs trage ich etwas Öl auf meine Hände auf. Dadurch fällt es mir sehr leicht, den Teig zu kneten. In der pakistanischen Küche wird davon gesprochen, dass der Teig fertig geknetet ist, wenn sowohl eure Schüssel als auch eure Hände sauber sind, also keine separaten Teigstückchen sichtbar sind. Ich habe diesen Teig 2 bis 3 Minuten lang geknetet. Aus diesem Teig werde ich nun 2 Kugeln formen und diese 10 bis 15 Minuten lang ruhen lassen. Normalerweise kneten wir den Teig für 3 bis 4 Tage und bewahren ihn im Kühlschrank auf. Fangen wir nun an. Die erste Teigbällchen gebe ich immer wieder in trockenes Mehl und rolle diese dann aus. Das trockene Mehl nutze ich immer wieder zum Bestäuben, wenn ich merke, dass der Teig auf der Arbeitsplatte klebt. Mein Brot ist jetzt 30 cm groß ausgerollt. Kommen wir nun zu der Füllung von diesem Garlic Bread oder Garlic Paratha. Fügt etwas Ghee oder Öl, ein paar Knoblauchse hin, etwas Chiliflocken und frischen Koriander hinzu. Und formt dieses Brot wieder zu einer runden Kugel. Erstmal zusammenfalten. Machen wir einen Schnitt in der Mitte. Dadurch sieht das Brot gut aus. Und wieder zusammenrollen. Diesen Ball lassen wir 5 Minuten ruhen. Und dann wieder in eine Brot- oder Brataform rollen. Zum Ende hin war mein Garlic Brata ca. 22 cm groß. Ich gebe dieses Garlic Brata nun in die vorgeheizte Pfanne. Optional kann hier auch etwas Ghee oder Öl dazu gegeben werden. Das Ganze wird nun von beiden Seiten knusprig angebraten. Eine zusätzliche Information noch an dieser Stelle: wenn eure Pfanne einen dünnen Boden hat, dann solltet ihr diese Garlic Brata auf mittlerer Stufe anbraten. Hat eure Pfanne einen dicken Boden, dann dreht ihr den Herd auf höchste Stufe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, Koch mit Sultana.